Hallo zusammen. In dem Video beschäftigen wir uns mit Scherbutter, wie man die im Wasserbad erwärmt, verflüssigt und wie man da anschließend auch noch ätherische Öle einrührt und so in kurzer Zeit eine Creme herstellen kann. Einmal brauchen wir jetzt hier das heiße Wasser in der Schüssel und einmal eine leere Schüssel, mit der man die Scherbutter in diesem Wasserbad schwimmen lassen kann. Am besten die Scherbutter in dieser Schüssel gleichmäßig verteilen, also nicht ganz so wie ich. Das seht ihr jetzt gleich, das ist ein bisschen einseitig verteilt. Das lief in Gefahr, kurz zu kippen. Also am besten gleichmäßig verteilen und für das Wasser am besten eine Schüssel mit einer großen Öffnung nehmen, damit ihr da auch gut hantieren könnt. So, jetzt geht es kurz in den Zeitraffer. Das dauert etwa 10 Minuten, bis die Scherbutter da komplett geschmolzen ist. Das Wasser hat etwa 80 Grad, was ich da genommen habe. Geht wahrscheinlich auch ein bisschen weniger. Von der Temperatur her, dann dauert es ja wahrscheinlich länger. So, dann ist es hier fertig. Das Schöne daran ist, das geht schnell, das braucht keine großen Gerätschaften. Und jetzt könnt ihr, wenn die Scherbutter flüssig ist, ätherische Öle einrühren. In dem Fall nehme ich hier Eukalyptusöl und so als Regel würde ich sagen, pro 5 Gramm Scherbutter ein Tropfen von Zitrusdüften und pro 10 Gramm ein Tropfen bei starken Düften wie Eukalyptus und Lavendel. Jetzt hier in dem Fall bei der Eukalyptus waren das dann auch 10 Tropfen, die ich da reingemacht habe. Das Ganze dann ein bisschen umrühren und anschließend in das Gefäß eurer Wahl abfüllen. Wenn es die Scherbutter sehr heiß geworden ist, vielleicht noch kurz draußen stehen lassen. Ansonsten, sobald die in dem Töpfchen nicht mehr heiß, sondern noch warm ist, das Töpfchen in die Tiefkühltruhe stellen und je nach Größe zwischen 15 und 30 Minuten später wieder entnehmen. Im Endeffekt, sobald die Scherbutter fest ist und ihr das auch deutlich seht, dass die fest ist und hellgelb, ist die soweit fest, dass man die entnehmen kann und anschließend hat die auch eine tolle Konsistenz.